Ja, jetzt hat er dich. Das ist schon mal sehr schön. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Mega Man 11. Newcomer Any Percent. No out of bounds. Und ich sehe meinen Timer gerade nicht. Ach, okay. Ja. Alles klar. Ja, schön. Mega Man 11. Rockman. Lisa, freust dich? Immer. Immer. Alles klar. Ist leise. Ja, ich bin leise. Kannst du dich im OBS lauter machen? Ich kann mich im OBS lauter machen. Sekunde. Dann mach das mal. So. Check, check, passt. So, und an erstmal auch einen wunderschönen guten Tag an alle, die jetzt schon da sind. Schön. So. Perfekt, sehr schön, da freue ich mich. Gut. Du sagst mir, wenn wir soweit sind? Von mir aus kannst du starten. Wir können starten, okay, alles klar. Dann... Fuck, ich hab schon verkackt. Sekunde. Timer hat nämlich falsch gestartet gerade. Sehr gut. Oh, ich sehe gerade, ja, ich hatte eigentlich vergessen, ihn zu starten, aber schön, mein Skript läuft. Nice. Alles klar. So, dann geht's jetzt auch gleich los. In 3, 2, 1, jetzt. So, wir überspringen jetzt erstmal. Ja, wir müssen das Double Gear nicht erklärt bekommen. Double Gear ist das, was wir hier neu bekommen haben. Da haben wir einmal die Funktion, uns etwas stärker zu machen oder die Zeit zu verlangsamen. Die Zeit verlangsamen werden wir gleich einmal sehen, weil ich den einen Sprung nicht ganz so gut getimed kriege. Nutze ich diese Funktion, hilft übrigens sehr, sehr oft. Und ja, mit der Power-Funktion, klar, logischerweise, können wir da uns halt ein bisschen stärker machen. Und da habe ich ihn schon verkackt. So. So. Gut. Wir fangen bei Impact Man an. Impact Man hat die stärkste Waffe, die für uns für den Speedrun wichtig ist. Denn das ist der Piledriver. Und mit dem Piledriver können wir uns schneller fortbewegen. Zusätzlich halt zu unserem Slide. So. Hier können wir einfach durchsliden. Das macht prinzipiell erstmal gar kein Problem. Die treffen uns auch nicht. Ich habe eine Frage zur Kategorie. Ja. Du machst ja Any% No Out of Bounds Newcomer. Mhm. Was ist der Unterschied bei der Newcomer-Kategorie zu ja, der Nicht-Newcomer-Kategorie? Also prinzipiell halt immer das, was standardmäßig gleich ist überall, wenn es leichter wird. Du kriegst weniger Schaden, klar. Du hast unbegrenzt Leben. Solltest du sterben, dann kriegst du automatisch deine Munition wieder aufgefüllt. Und zusätzlich, wenn ich irgendwo runterfalle, hilft mir immer Birdo. Also ich habe einen unendlichen Birdo. Ah, okay. Genau. So, hier kommen wir jetzt auch gleich dann zum ersten Miniboss nach der Sektion. So. Wir laden natürlich unseren Schuss einmal auf, denn hier kommt jetzt ein Gegner, den wollen wir direkt wegmachen. So. Und ja, der Panzer, unser erster Gegner. Hier können wir auch wunderschön unser Zeit von die Zeitfunktion unseres Double Gears benutzen und ihn wegmachen. So. Hier nehmen wir einmal Damage, um uns rüber zu boosten. Das Ganze machen wir hier nochmal. Und wenn man jetzt ganz fancy ist, dann schafft man den Sprung nicht. dann hätten wir jetzt über die Plattform, wo gerade die Rakete drauf stand,
direkt mit einem Rush-Coil nach oben springen können, aber der Sprung ist ziemlich präzise und ja, wenn ich getroffen werde, dann falle ich runter. Der Trick ist nicht runterfallen. Richtig. So. Ah, ne. Das wird zu knapp. Ja, hier ein kleiner Autoscroller-Passage. Hätte man auch noch ein bisschen beschleunigen können. So. Hier kennt man die kleinen Bubble. Jedes Mal, wenn man schneller wird, auch wenn man auf die Plattform geht, werden sie schneller und jagen ein. Und da kommen wir auch schon tatsächlich zum ersten Boss, Impact Man. Impact Man hat einen Quick-Kill, wie eigentlich so ziemlich jeder Boss, den wir hier haben. Und ja, den zu treffen ist nicht ganz so einfach. Er kann zwei Sachen machen. Er kann jetzt entweder auf uns zustürmen oder auf uns zuspringen. Auf uns zuspringen ist gut. Wir schießen zweimal normal mit dem Blaster drauf, benutzen unser Power Gear und dann mit einem Double... Oh, da war ich zu langsam. Mit einem Double-Double normalerweise, wenn die zweite Phase getroffen hätte vom Double-Double, wäre er jetzt dann auch schon vorbei gewesen. Ups. Also zeigt jetzt gerade mal, wie es nicht eigentlich laufen sollte. Ja, genau. So, wenn die beiden getroffen hätten, dann wäre halt direkt tot gewesen. Leider hatte der zweite, der stärkere Melon nicht getroffen. Ist also so ein aufgeladener Schuss, ist das? Genau. Okay. Und ich hoffe, mein Skript haut jetzt gerade nicht. Nein, okay. So, nächster Boss. Ja, hier kriegen wir jetzt einmal den Piledriver vorgestellt. Nächster Boss ist Tundra Man. Tundra Man hat mit unserem Power Gear hat es die Funktion, dass es halt auf den kompletten Screen angreift. Und ansonsten, ja, werden wir es ja gleich einmal sehen. So, hier haben wir dann auch Ice Physics. Und wenn wir beim Piledriver unser Power Gear benutzen, bewegen wir uns schneller. Also bewegen wir uns weiter mit einem Punkt nach vorne. So. Eisphysics, schön. Ja, jeder liebt Eisphysics. Sind die hier genauso schlimm wie die im anderen Game? Ja. Teilweise noch schlimmer. Ja, voll gut. Ja, also. Jetzt kommt zu den Eisphysics auch noch Windphysics drüben. Unsere Waffen können wir mit dem rechten Stick wechseln. Indem wir ihn einmal nach unten. Nein, die Schraube wollte ich eigentlich haben. Indem wir ihn einmal nach unten drücken, haben wir den Piledriver. Wenn wir den Stick normal drücken, wird wieder zurückgewechselt auf den Blaster. Ansonsten automatisch, wenn wir halt Rush verwenden, geht es auch automatisch auf den Blaster. So. Und runter. Ja. Da haben wir jetzt gleich den ersten Zwischenboss für diese Ebene. Oder den einzigen Zwischenboss. Den auch einfach mit dem Driver die Power-Attacken rein und den letzten Rest kurz mit dem Blaster. Fertig. Unser Double Gear können wir nicht permanent benutzen. Ihr seht unten links unter den Lebensbalken einen weiteren Balken mit den Zahnrädern. Blau ist das Double Gear, also das Geschwindigkeitsgear und rot ist das Power Gear. Wenn der Balken voll ist, dann... Oh, das ist ungünstig. Natürlich nicht. Dann müssen wir erst kurz warten, bis es sich komplett wieder entladen hat. So. Hier einfach durchsliden, dann erwischt er uns auch nicht. Und das ist das Gute am Newcomer. Wir können hier jetzt einfach reinspringen und es ist uns dann ziemlich egal, weil wir nicht durch Stacheln sterben. One-Hit. Wir kriegen nur einmal kurz Schaden. Ah, okay, das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Unterschied zwischen der Newcomer und der Kategorie. Also wir können halt in Abgründe fallen. Sachen, die uns normalerweise One-Hit töten würden, interessiert das hier halt einfach nicht. So, den wollen wir einmal mitnehmen, den brauchen wir für den Boss. Ups. Ja.
Das soll so. Genau, das muss so sein. RNG-Manipulation. Genau, das ist das Wichtigste. So. Hier gibt's einen Quickkill mit dem Blaster. Ich kann ihn nicht. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert. Ich habe ihn so oft probiert, ich krieg ihn nicht hin. Deswegen nutze ich den Piledriver. Ist zwar nicht die ausgewählte Waffe eigentlich für ihn, die Waffe, die den meisten Schaden an Tundra Man verursacht, die werden wir nachher sehen. So, da haben wir ihn auch. Das ist die Blitzwaffe. Und ja. Das war dann auch schon Tundra Man. Was man noch dazu sagen muss, jeder Boss, wenn wir die Speedkills nicht schaffen, kann in auch das Gear benutzen. Das wurde von Dr. Wily erfunden vor vielen Jahren. Mega Man hat es jetzt auch. Und der nächste Boss ist Torchman. Und ja, jedes Mal, wenn sie in die Gear-Phase reingehen, dann sind sie kurz unverwundbar. Und einige Bosse dauern dann dadurch auch deutlich länger, weil als Beispiel sie unbegrenzt Leben kriegen. Beziehungsweise ihr Leben wieder vollgefüllt kriegen. Das war jetzt gerade nur falsch ausgedrückt. Ja, und man sieht halt schon, wir können mit dem Piledriver so viel skippen. Und hier würde uns eine Lavawand verfolgen, die können wir aufhalten mit Hilfe von der Waffe, die wir bei Tundra Man gekriegt haben. Deswegen nehmen wir sie auch. Nein, das ist gerade nicht passiert. Ich hab nicht geguckt, was war? Ich möchte nochmal. Nix? Mach's nochmal. Da guck ich einmal nicht hin. Verdammt! So nicht. Und das war wieder knapp. So. Warum guckst du auch nicht hin, Lisa? Ja, wie sieht's eigentlich bei dir bei Mega Man aus? Wie bitte? Wie sieht's eigentlich bei dir bei Mega Man Erfahrungen aus? Ich hab das was hast du denn da? Auf dem Game Boy war es, glaube ich. Und ich war richtig kacke. So, den kriegen wir auch mit zweimal der. Okay. Mit zweimal Schießen von unserer Tundra Man Waffe weg. Den einmal. So, wir nehmen jetzt einmal gleich den Backup Weapon Tank mit. Das ist der hier oben. Der wäre zeitlich ziemlich knapp normalerweise, wenn ich das Feuer nicht anhalten würde mit Hilfe vom Eis. So. Gut, da haben wir das auch geschafft. Und nehmen jetzt einmal den Weapon Tank. Das ist voll geil, dass man das Feuer mit dem Eis aufhalten kann. Super. Ja. Super innovative Physics. Innovativ hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich wäre da, glaube ich, jetzt jemand. Gab's bei keinem Mega Man bis jetzt. Ja gut, oder zumindest ist jetzt nicht auf ein Spiel beschränkt. Das ist auch richtig. Sieht so gut aus. Mhm, das muss ich auch sagen. Und persönlich muss ich auch sagen, ich finde, es ist tatsächlich das leichteste der Mega Mans. Dadurch, dass wir halt das Gear haben und den Schwierigkeitsgrad halt. So, und da kommen wir zu Torchman. Torchman, der Quickkill, ist relativ einfach mit der Waffe von Tundra Man. Wir benutzen jetzt, gehen jetzt gleich in unser Power Gear rein und warten kurz, bevor der Schuss bei uns ist. Jetzt. Oh, das war nicht gut. Wir haben zu lange gewartet. Wenn wir wirklich kurz davor erst benutzen, dann können wir ihn, während er seinen zweiten Schuss abfeuert, direkt das nächste Double Gear, also den nächsten Schuss geben und er würde nicht in seine Power Gear Phase gehen. Und das ist auch richtig, ja. Eis gegen Flamme, ist klar, dass das funktioniert. So, nächster Gegner ist Blastman, denn Blastman ist anfällig für Torchman. Also wir gehen jetzt tatsächlich die Anfälligkeiten komplett durch. Den ersten, den wir gemacht haben, der hatte halt nur keine Anfälligkeit. Der ist aber mit dem Blaster auch ziemlich einfach. Ja, das ist die Fähigkeit von Torchman. Wir können einmal so
eine Feuerkugel, die sich in verschiedene Richtungen teilt, losjagen. Das ist schon sexy, das muss ich halt zugeben. Ja, ne? So. Einmal hier durch. Hier würden die Kisten explodieren, wenn man zu langsam ist. Davon Schaden generieren. Ja. So, hier oben kriegen wir nochmal einen Weapon Tank. Und wir kommen jetzt zum ersten Boss. Da habe ich mich tatsächlich, als ich Casual gespielt habe, ziemlich doof angestellt, aber eigentlich relativ einfach. Also, ich habe da echt lange für gebraucht, den das erste Mal kaputt zu kriegen. Und eigentlich muss man da dafür sorgen, dass die gegeneinander prallen irgendwie. Aber naja, mit der Waffe von Tundra Man macht es das eigentlich relativ obsolet. So, hier auch wieder schnell sein und dann kommen wir da hoch. Man kann an der Stelle auch einen Rush Jet setzen, um die Leiternanimation zu überspringen. Ist gefährlich, ist gefährlich, klappt auch nicht immer. Oh, ich hatte keine Energie mehr auf meinen Pile Driver. War nicht so gut, sagst du? Nee, war nicht so gut. So, hier ein Climb. Und ja, mit Rush kommen wir dann auch hoch und können da ein bisschen wieder was überspringen. Also allgemein können wir mit Rush sehr, sehr viele Sachen überspringen. Ja, Anfälligkeit für eine Bombe ist Feuer, weil eine Bombe geht halt schneller hoch, wenn sie anfängt zu brennen, ne? So, gehen wir auch direkt ins Power Gear rein. Und ja. Das ist tatsächlich RNG, ob man ihn schafft, bevor er im Power Gear geht, zu wechseln. Denn er kann direkt springen, er kann stehen bleiben, eine Bombe werfen und dann wieder losspringen. Und wenn er erst stehen bleibt und dann eine Bombe wirft und dann springt, schafft man es mit zwei Hits, bevor er in seinen Power Gear Modus geht. So, nächster Boss ist Blockman, aber bevor wir Blockman machen, gehe ich einmal Safety Safe einkaufen. Wir kriegen jetzt hier die Erklärung, dass wir jetzt Rush Jet benutzen können. Auch hiermit können wir relativ viel skippen. Ja. Ja, so. Einfach zur Sicherheit. Ich habe es gestern tatsächlich geschafft, mich trollen zu lassen zwischendurch. Da war das nicht ganz so gut. Man muss extra langsam sein. Absichtlich sterben und so. Genau. Genau das. So, auch hier. Und dadurch, dass wir jetzt gerade ein bisschen einkaufen waren, können wir auch ein bisschen verschwenderisch sein mit unserem Piledriver. So. Ja, normalerweise die Gegner müsste man genau auf den Punkt abschießen, wo es offen ist, aber Hilfe von Tundramans Waffe erspart uns das. Das Zielen und Warten. Und naja, sie clearet halt den ganzen Raum. Das macht sie schon etwas mächtig. So, hier gehen wir auf Last Man und machen die Wand einfach kaputt. Normalerweise wäre jetzt ein Rätsel gewesen, wo man durchgehen muss. Aber Last Man macht das Ganze kaputt. So, hier kann man mit Jet rüber. Ich krieg's nicht hin. So, okay.
Auch hier die ganze Sprungpassage. Einfach geskippt. Es ist nicht gewollt, dass man das so alles skippen kann, oder? Ich würde fast sagen, doch schon, weil sie haben ja die Waffe eingefügt, ne? Nur normalerweise benutzt man sie nicht so, wenn man es normal durchspielt. Also ich hab's damals auch nicht so exzessiv benutzt. Weil du nicht drauf gekommen bist oder weil. Ja, weil ich doof bin. Falls ich nicht wüsste, wäre auch genau meine Antwort gewesen. Ja. Es ist halt tatsächlich so, da kommt man einfach nicht drauf. Es ist so manchmal so Wald und Bäume. Wow. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen ungeschickt mit dem Sprung umgegangen, weswegen ich halt runtergefallen bin. Das sah komisch aus. Ja, das sah auch komisch aus und ich bin gegen die Wand geknallt. Na gut. Geht ja alles schief, was schief gehen kann. Ja, das ist Marathon. Dafür läuft es ja bei den anderen besser. Ja, ich... Wow, okay. Ist mir jetzt gerade egal. Du musst das anders sehen. Was im ersten Mal schief läuft, läuft bei den anderen immer besser. Mhm. Du nimmst jetzt gerade ein fürs Team. Also ich muss sagen, so semi-gut wie der Run gerade lief bei Impact Man, so schlecht läuft er hier in dem Kampf gegen Blockman, wo den ich eigentlich tatsächlich recht gut kann. Die Aufregung so als erster Runner. Ganz sicher. Hier der Quick Kill ist auch recht einfach. Wir warten kurz, bis er auf uns zuläuft, geben ihm eine Bombe und wenn er fertig ist, geben wir eine große Bombe mit dem Power Gear. Wenn wir ihn nicht auf diese Art und Weise machen würden, dann würde er groß werden, nochmal komplett volles Leben kriegen und dann müssten wir ihn in der großen Form nochmal gut runterhauen, bevor wir das letzte Stück wegmachen können. Deswegen eigentlich ganz gut. So, als nächstes gehen wir zu Bounceman. Bounceman hat die anstrengendste Stage im gesamten Spiel. Und du wirst gleich sehen, warum. Bitte, so. Bitte. Ja! Wir haben Sprungphysics. Nice! Ich verstehe dich nicht. Das ist doch super. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist das schlimmste Level, was ich je in meinem Mega Man hatte. Das ist doch super. Ich verstehe dich nicht. Mhm. Das ist nicht nachvollziehen, dass du das nicht magst. Ich auch nicht. Ich glaube ja, du stellst dich einfach nur an. Mhm. Ich stelle mich immer an, das weißt du doch. So. Was hast du jetzt gesagt, nicht ich? So. Ja, wir können hier halt auch wieder sehr stark die Waffe von Tundra Man benutzen. Und auch hier. So, da kürzen wir jetzt ein bisschen mit Rush ab. So. Und müssen den gesamten Weg nicht um die Kurve laufen. So, das ist ein schöner Frosch, der mag kein Feuer. Und in dem Frosch ist ein kleines Männchen drin. Das genauso wenig Feuer mag. Da muss ich drüber nachdenken. Warum ist es in der... Nein, komm, egal. Der bläst diesen Frosch auf. Der pumpt, wenn wir ihn nicht getötet hätten, hätte er den Frosch wieder aufgepumpt. Okay, das finde ich schon gut. Ja. 10 von 10 für die Idee.
Auf jeden Fall, also die Idee ist super, die Umsetzung, naja. So. Hier ist der größte Skip in dem Level. Normalerweise müssten wir hier auch außen rum gehen. Wir nehmen Rush Jet und sparen uns das Ganze. Also keine Ahnung. Das ist ein Bereich gewesen. Da habe ich damals tatsächlich so eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich da durch war. Bitte was? Ja. Oh Mist. Ja, jetzt sehen wir kurz, wie er den Frosch wieder aufpumpen will. Ich kriege ihn aber noch weg. Das sieht halt so gut aus, das Game. Scheiße. Ja, es macht halt auch unheimlich viel Spaß. So, die nächste Stelle, in der wir Rush Jet nochmal ein bisschen brauchen würden. Und können uns da auch wieder den gesamten Weg sparen. Ich höre die ganze Zeit immer nur von dir, ja, Weg sparen, Weg sparen, Weg sparen. Ich weiß. Aber das ist so ein anstrengendes Level. Ich bin froh über jeden Zentimeter, den ich mir sparen kann. Aber hey, weißt du, was wichtig ist? Dass wir uns Weg sparen. So. Die Sprungplattform hat mich gerade ein wenig an Kirby erinnert. Okay. Die Bonuslevel aussucht. So, das ist ein Ballon. Was könnte die Schwäche dieses Ballons sein? Luft. Naheliegend, wir haben aber keine Luftwaffe. Wir haben aber eine Waffe, die in den Ballon ein Loch stechen kann. Damn, Son. Ja, also ich muss sagen, das ist tatsächlich wieder ein Mega Man, wo ich die Waffen halt logischerweise direkt verstehe. Kettensägen, Nutella. Was? Kettensägen, Nutella? Chat hat gerade okay. Beantwortet. Nutella. Das ist sehr gut. Also gerade Nutella, ja doch, das ist irgendwie auch eine Schwäche, das stimmt schon. So, als nächstes kommt Fuseman. Fuseman, ja, Strom, Bounceman, Gummi, dementsprechend seine Schwäche. Och. Natürlich. So, hier ist auch ganz praktisch, dass man die Gummibälle hat. Die machen relativ viel Schaden und ich glaube, es ist sogar die einzige Waffe, die diese Schockfallen tatsächlich zerstören kann. So. Warten. Auch hier nochmal kurz warten. Dann feststellen, dass man keinen Piledriver mehr hat. War nicht ganz so günstig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder beeindruckt über die Leute, die die Superhero-Kategorie runnen. Ist so schwer. In die Superhero-Kategorie? Die schwerste Kategorie. Was, also die höchste was? Schwierigkeitsgrad. Der höchste Schwierigkeitsgrad. Insta-Dead oder was? So ziemlich. Und Waffen verbrauchen mehr Energie, Gegner haben halt mehr Leben. Was, oh Gott. Ich weiß nicht, wer sich das freiwillig antut. Ich glaube, Berlin würde das bestimmt machen, oder Berlin? Wir können ja mal BBF fragen. I wanna be the Mega Man. Bounce-Waffe. What? Ja, die Bounce-Waffe ist toll. Vor allem, sie verbraucht halt auch.
Sie verbraucht halt auch echt kaum Energie. Muss mal drauf achten, wenn ich gleich mit ihr schieße. Yay. So. Und da sind wir jetzt gleich dann noch schon beim Boss. Der Boss ist ein Blitz, der ist schnell, der ist ziemlich schnell. Und der wird noch viel schneller. Werden wir das auch sehen oder stirbt ja. er vorher? Ja, nein, das werden wir tatsächlich sehen. Weil ich weiche ihm jetzt nur aus und lasse meine Bälle hier rumfliegen. Ist das jetzt RNG, also wie er... Ja, wie er sich bewegt, ja. Wenn er in seine Double-Gear-Phase geht, springt er immer an dieselbe Stelle. Da ist er dann immer auch safe da, wo er... Ja, wo er halt immer ist. War ja ein schockierendes Level. Das klang falsch. Okay, ja, kann sein. Nicht nur falsch, weil ihr wollt, dass das falsch klingt, benehmt euch. Ja, aber wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Da muss ich drüber nachdenken. Ah, denken am frühen Morgen ist auch nicht immer so einfach. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Nur weil du erst Run bist, heißt das nicht, dass du früh morgens aufgestanden bist. Ich weiß doch nicht, wann du aufgestanden bist oder andere aufgestanden sind. Für manch einen ist das früh morgen. Viel zu früh. Viel zu früh. Also ich bin seit um... Ich weiß es nicht, wann wach. Ich habe Yuki geschrieben, als ich aufgestanden... als ich aufgestanden bin. Ja, es ging um Mega Man. Würdest du die Superhero-Kategorie runnen? Weil du runnst ja allgemein Mega Man 11 aktuell nicht. Weil ich glaube so, das wäre so dein Metier. Glückwunsch, du hast den ersten Code des Run. Oh wow. So, wir können hier unseren Fall ein bisschen skippen, indem wir von Blastman Bomben verschießen, dann treiben wir im Wasser weiter nach vorne. So. Ja. Säure darstellen? Ja, das ist Säure. Der heißt auch Acid Man. Und rein zufällig ist Acid Mans Schwäche Blockman. Also Stein. Nein. Nein. So, jetzt aber. Okay. So, jetzt aber. Das wollte nicht ganz so, wie ich wollte. Ja, da wollte Rush ein bisschen nach oben springen. Ich war ihm sehr dankbar dafür, dass er es getan hat. Dankbarkeit ist wichtig. Ja. Alles klar. Danke, Yuki. Oh ja, ich musste mich tatsächlich wirklich zwingen. Das Bett war heute so gemütlich. Aber dann war halt Run. Ja, genau. Dafür stehen sogar Leute hier Betten auf. Alles klar, Füchschen. Viel Spaß auf Arbeit. Ja. Nur für dich, Weser. Nur für dich. Nur für die Community. Für die auch.
Aber nur so nebenbei. Ja. Also, nein. Wow. So. Und ja, die ersten Wily-Stages beginnen mit unserem altbekanntesten Lieblingsboss, dem Yellow Devil, der in jedem Mega Man eigentlich, in fast jedem Mega Man eigentlich so ziemlich vertreten ist. Und natürlich später auch unsere Refights. Ich mag Rush Jet. Kann man sich einfach mal entspannt zurücklehnen, muss nur noch nach oben drücken. So stumpf, dass man halt einfach mal alles überspringen kann. Ja. Das ist tatsächlich. Macht's halt auch wirklich teilweise sehr, sehr einfach. Also auch hier diese tollen Blöcke können wir überspringen, indem wir Rush Jet benutzen. Und die waren als Kind tatsächlich sogar eine richtige Herausforderung für mich. Als du ein Kind warst, gab es Mega Man 11 noch nicht. Nein, aber das ist nicht das erste Mega Man, in dem es diese Blöcke gibt. Nein. Es ist so schön, ich höre dich fluchen und dann weiß ich, jetzt passiert was. Es ist gut, ne? Ich mag den Vogel. Der Vogel ist super. Birdo? Ja, Birdo ist toll. Birdo rettet mir ganz oft den Hintern, wenn ich... reden wir nicht über diese Stelle gerade? Können wir das Thema streichen? Wir reden nicht über die Stelle, wir lachen darüber. Also ich zumindest. Die Stelle ist gerade mehr als... Die war schwierig. Ja, ein bisschen... Ich hasse diesen Block. Ich muss einfach mal sagen, Mega Man hat den besten Soundtrack gehabt, den es hier gab. Der Mega Man Soundtrack ist super geil. Mhm, ist er. So, ich hoffe. Ich hoffe, Pupp tot. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich hoffe, ich schaffe das First Try. War das First Try? First Try von da. warte mal, gegen wen kämpfen wir jetzt eigentlich? Achso, Yellow Devil. Gegen den Endgegner. Ja. So, Yellow Devil. Hier erstmal wieder dodgen, während er sich aufbaut. Bombe ins Gesicht. Wir positionieren uns genau an dieser Stelle. Und jetzt die Bombe. Dann springen wir einmal, lassen uns von der zweiten Gruppe treffen und setzen die Bombe da bei der hinteren. Also, das ist tatsächlich ein ziemlich genaues Pattern. Das ist auch immer gleich. Bam! Nice! Mhm. Das sah ja mal nice aus. Hackman mit Armor und Beinen. Der Vater von Pac-Man. Und wie haben Sie sich früher Pac-Man vorgestellt? Ja, also. In meiner Fantasie sah der ganz anders aus. Da sah der etwa so aus. So, zweite Wily Stage. Ich weiß gar nicht, wie der Boss hier heißt. Auf jeden Fall werden wir immer wieder verfolgt werden von dieser tollen Falle. Nennen wir ihn Rüdiger. Rüdiger? Rüdiger des Bösen. Klingt schon so nach einem Bösewicht.
Ja, auf jeden Fall. So, hier diese Pillar, eine Bombe drauf und dann gehen die Pillar auch kaputt. Nein, das war die falsche Waffe. Das passiert mir tatsächlich durch den Stick des Öfteren, dass ich auf der falschen Waffe lande, weil der echt relativ ungenau ist. Liegt das an dem Controller oder an dem Game? Ich bin mir nicht sicher, ob es an dem Controller... Ich hab's bei beiden Controllern. Dann sagen wir, es ist das Game. Ich meine, ich muss schräg nach unten drücken und ab und zu erwischt er halt rechts statt schräg unten. So, wir haben wieder einen von den tollen... von den tollen Pfosten. So. Ja, das und wir werden... ich denke mal, wird so 48 sein. Je nachdem. Also ich bin relativ gut in der Zeit. Also weit hinter meiner PB, aber doch noch relativ gut. Ja gut, es ist halt Marathon-Run, ne? Da ist man immer hinter seiner PB. Ja. Yeah. Das Ziel ist tatsächlich noch für mich, unter 40 Minuten zu kommen insgesamt. Also jetzt nicht hier im Run. Können wir aber... jetzt den Timer beenden, dann? Ich glaube, das ist schon schwierig jetzt unter 40 Minuten. Der Weltrekord lag bei 32 Minuten, glaube ich. Und ja, der wurde halt auch tatsächlich ziemlich aus dem Nichts aufgestellt. Und zwischendurch kam, also der letzte Weltrekord wurde von Mr. Apeboy, wurde aufgestellt, der Runner kam halt aus dem Nichts und danach wurde sein Weltrekord auch nochmal aus dem Nichts rausgebrochen. Ja genau, Crazy Apeboy, danke. Aber warte mal, hat Crazy Apeboy nochmal einen aufgestellt? Ich weiß es nicht. Also laut Recherche, und die Recherche ist glaube ich 2 Tage jetzt alt. 34 Minuten 22, die müsste eigentlich noch aktuell sein. Ja. Ihn müssen wir sorgen dafür, dass er aufgeht, dann können wir nur Schaden machen. Und für mich am besten habe ich empfunden, dass es mit den Bällen geht. Keine Ahnung. So, das war's dann auch schon. Jetzt kommen die Refights. Und da können wir gleich nochmal den Quick Kill bei Impact Man probieren. Es werden jetzt nur noch 2 Stages, die beide relativ kurz sind. You can do it. So, jetzt kommt. Okay. So, Acid Man. Das ist jetzt auch der Punkt. Ich habe das so oft mittlerweile gemacht, ne? Glaubst du, ich habe es geschafft, mir mal zu merken, wo wer von denen ist? Ich weiß immer nur, Impact Man ist der Letzte. Ansonsten, ich kann es mir nicht merken. Ich weiß nicht, wer jetzt hier kommt. Okay, es ist Blockman. Ja, da sehen wir die auch nochmal alle. So. Ah, Fuseman. Also ich bin tatsächlich... Ja, genau. Also ich könnte halt immer nochmal so eine Sekunde sparen oder eine halbe Sekunde, wenn ich vorher schon auf die Waffen wechsle. Ein Mann. Ich glaube, dieses Konzept gab es schon mal, zumindest vom Konzept her. So, hier haben wir jetzt Tundra Man. Tundra Mans Schwäche ist halt die Waffe von Fuse Man. Und auch da können wir einen Quick Kill machen, indem wir einmal am Boden und einmal an die Decke schießen. Und dann treffen die Kugeln genau in dem Rhythmus ab, dass er halt aus seinen Iframes in dem Moment rauskommt.
So, da versuchen wir den nochmal bei Torchman. Ne, wieder nicht geschafft. Na egal. Ist jetzt auch nicht so viel Zeit, die das kostet. Es sind halt trotzdem immer noch ein, zwei Attacken. Ja. Da war es das auch mit Blastman. Den nächsten weiß ich jetzt tatsächlich, weil ich jetzt mal aufgepasst habe. Jetzt kommt Bounceman. Ausschlussverfahren. Ausschluss. Ausschlussverfahren. Der letzte ist Blockman, ist Impactman. Gestern im Practice wusste ich zum Beispiel nicht. Da habe ich überlegt, boah, wer kommt denn jetzt? So, und Bounceman machen wir jetzt wieder mit Blaster. Also zwei normale Melons und dann den Double-Double. Ich hoffe, er stürmt jetzt und springt nicht. Ja, er springt wieder. Weil er dich hasst. Da haben wir den Quick-Kill gesehen. Ja, und dann war es das auch mit der Stage. Und dann bleibt nur noch Wily. Wir sind tatsächlich relativ gut in der Stage. In der Zeit. Ich denke mal so eine 47. Grob wird das jetzt. Nice. Hast du in der Stage mal eine Minute gespart. GZ. Mm. Die sahen auch echt so gut aus. Das muss man mal zugeben. Ja. Ich war auch gerade selber ein bisschen überrascht, wie gut das lief. Ja. Kenne ich. Ist bei meinen Runs auch immer so. So. Hier, wenn wir das Double-Double-Gear machen und Rush-Jet benutzen, kommen wir ein Cycle eher rauf. Was bedeutet halt, wir sind relativ ein bisschen schneller, weil normalerweise ist halt ein Autoscroller. Und ja, ist gerade nicht ganz so gut. Ich versuch's jetzt mit dem Speed-Gear ein bisschen noch auszubessern. So. Ja. Man kommt übrigens immer mit derselben Platte unten an. Also, es ist immer dieselbe Platte. So, erstes Wily. Erstes Wily ist relativ einfach, zweites Wily kann uns trollen. Im ersten Wily nehmen wir einfach unser Power Gear, gehen auf die Bombe, gehen ran, warten bis er aufhört zu blitzen. Zweite Bombe und jetzt die dritte und das war die erste Phase. Letzte Phase benutzen wir Acid Man. Acid Man sorgt dafür, Acid Man macht als erstes eine Schutzblase um uns, die abnormal viel Damage macht. Und danach können wir erst schießen. So, da haben wir schon mal einmal getroffen. Und wir müssen jetzt noch einmal treffen. Ja, sehr schön. Time. Ja, GZ. 46,37. Nice. Jo. Schick, schick, schick. Ah, ja, hat Spaß gemacht. Ja, noch lange halt nicht das Beste. Geht auch noch mehr. Aber, wollt ihr die Cutscene sehen? Wie Wily sich entschuldigt? Ja, alles laufen. Komm. Alles klar. Dankeschön, danke. Ja, knapp an der PB vorbei. Ich hab doch immer, nee, PB wird nicht. Ich hab's gerade gesehen. Also, wären da tatsächlich zwei, drei Stages nicht gelaufen, so, dann wären wir wahrscheinlich auf einer, so, dann hätten wir auf eine 45 kommen können. 44, 30. Nice. Sehr cool. Sehr gut. Knapp und knapp über die PB. Gratuliere, ja. Rizal. Dankeschön, Ziff. Danke. Hat auch mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Euch hat's auch allen gefallen. Ja, ich hatte Spaß. Wes hat immer Spaß. Das ist richtig. Er konnte mich ja ein paar Mal drin aufziehen. Ja, ich war noch nett. So. Danke dir, Rizal. Der Shoutout ist für dich. Danke. Rizal, für was auch immer.
Ist der Grund auf das Programm und ja. Ja. Genau, also zwischendurch Mega Man Speedruns, alles mögliche an Speedruns. Und auch so zwischendurch auch Casual-Spiele, wenn welche neu raus sind. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, schalte ich über in die Pause und bereit alles.